bei einer Netflix-Produktion dabei zu sein. Das ist ja inzwischen das, was jeder Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur möchte. Was ist es für Schauspieler? Was ist der Kick? Was ist das Tolle bei Netflix? Ich? Ja, wie auch. Ja, also natürlich ist es ein großer Unterschied, ob man sagt, da kommt ein Film in einem Sender, der läuft 20.15 Uhr, den kannst du gucken, wenn du ihn verpasst hast, hast du ihn verpasst. So, dann gibt es noch eine Weile Mediathek und dann ist aber raus. Netflix bedeutet nicht nur weltweit, was ein komisches Gefühl ist für einen Schauspieler, wenn man denkt, wow, jetzt geht das hier am 23. März los, 190 Länder, das ist ja nicht, das ist schon sehr, sehr, sehr besonders und ein, ja, einfach ein eigenartiges Gefühl. Und dass man das auch immer gucken kann, also zu jeder, dass man das praktisch. Ja, meine Kinder zum Beispiel, die gucken natürlich ganz viel Netflix und die sagen sich gegenseitig, da kommt das und das, guck dir das mal an und ich kann das immer gucken. Ich kann einfach später einsteigen, ich kann mir Zeit nehmen oder ich kann eine Staffel hintereinander weggucken oder so. Das ist neu und das ist sehr besonders und auch sehr schön. Wie haben Sie es empfunden? Ich habe mir gedacht, ich denke gar nicht an die 160 Millionen Leute, weil das ist wie wenn man 1000 Füßler fragt, wie gehst du? Dann stolpert er. Also ich habe mir gedacht, ich spiele das jetzt für einen kleinen burgenländischen Sender und du, als ob nichts wäre. Weil beim Drehen denke ich das auch. Weil diese Masse ist schon gigantisch. Ja, und die das sehen darf man das beim Drehen nicht denken, wenn da alle zugucken, das ist ja wichtig, aber die gucken ja auch nicht live zu. Ja. Man dreht das ja erstmal gemütlich für sich, das ist ja, das bleibt ja so wie früher. Mhm. Aber jetzt so, da wir jetzt hier sitzen und wissen, am 23. März kommt das. Jetzt bin ich nervös. Ja, ehrlich gesagt, das meinte ich. Das glaube ich. Jetzt, um Gottes Willen, das hätte ich anders machen sollen. Heute in der Nacht bin ich aufgewacht. Das kann ich, das kenne ich. Ganz falsch, ganz falsch. Eine Szene hätte ich ganz anders spielen sollen, das meinem Sohn erzählt, der inszeniert hat. Ich habe gesagt, lass es, es war gut. Aber es ist auch zu spät. Es ist wirklich definitiv zu spät. Es ist zu spät, aber das ist ja auch das Tolle, also finde ich, wenn Schauspieler auch immer so selbst, es sind ja viele auch, selbstkritisch sind und dass man, ich glaube, das ist immer so, also ich bin keine Schauspielerin, aber ich kann mir vorstellen, dass du immer denkst, immer. Also dass du immer was siehst. Und immer in der Nacht nach dem Drehtag ist es ganz schlimm, dass man nachts denkt, ich muss ihm sagen, wir müssen das nochmal drehen. Das kann man noch viel besser und ganz anders machen und so. Man darf nur nie nochmal drehen. Mir fällt es immer in der entspannten Badewanne ein und die Stücke, Theaterstücke, die ich vor 20 Jahren gespielt habe, jetzt wüsste ich es. Das kann ich gut verstehen. Das ist schrecklich. Aber Nein, ist nicht. Ich glaube, das ist, jetzt sind wir schon Therapiesitzung fast. Ich wollte jetzt, wie bei Freud. Nee, ich finde es gar nicht schrecklich. Ich finde es gut, denn wenn du dich nie anzweifelst und wenn du nie das Gefühl hast, ich hätte es ja noch ein bisschen besser machen können, dann bist du fertig und dann lernst du nicht mehr. Dann entwickelst du dich gar nicht mehr. Ne? Ja, das ist der Trost. Ja. Leider ist das Leben halt keine Generalprobe, sondern wirklich die Premiere, das ganze Leben. Und ich meine gerade jetzt auch das Thema Freud, ja. Ich habe in meinem Leben zuvor Psychiatrie studiert und da war Freud, das ist ja schon viele Jahre her, ein großes Thema natürlich. Mhm. Die Idee, jetzt ein Murder Mystery draus zu machen, fand ich irgendwie total faszinierend. Ist es, ja. Fand ich auch. Als man euch das gepitcht hat, also... Mhm. Was habt ihr euch gedacht? Kanntet ihr Freud und seine Theorien schon so ein bisschen? Bisschen, die Gymnasium, das Gymnasiumwissen, das jeder von uns hat. Mhm. Wir haben gedacht, diese Mystery-Sachen passen so gut, weil das Unterbewusstsein, das besteht ja aus Teufeln und Monster und was weiß ich. Und die ein bisschen ins Tageslicht zu katapultieren, ist nicht so schlecht. Ja, also da kann ich gar nichts dazu fügen, so ging es mir auch. Wir hatten Freud tatsächlich ein bisschen am Armbrusttisch, weil mein Sohn im Gymnasium Psychologie als Leistungskurs hatte und Freud behandelt hat und wir natürlich viel darüber gesprochen haben. Durch ihn habe ich ein bisschen was erfahren. Dann kam relativ zeitgleich das Angebot, dann habe ich also diese Idee, das so zu verfilmen, gelesen und habe gedacht, das ist wahnsinnig spannend, das miteinander zu verknüpfen, ja. Und ich kann mir auch vorstellen, mir ging es ja beim Zuschauen schon, wir dürften ja nur 3 Folgen sehen von den anderen. Mhm. Du denkst dann wirklich, klar, jetzt, das geht um eine, es ist eine Murder Mystery und trotzdem denkst du immer, das Unbewusste, was macht es, was machen Schuldgefühle, was machen, also du denkst schon immer wieder
du reflektierst. Also mir ging es zumindest so als Zuschauer. Mhm. Ja. Mhm. Das ist gut. So soll es sein. So soll es sein. Ihr wollt mich auch noch. Ja. Also ich soll auch was lernen dabei. Ein bisschen Spannung, ein bisschen lernen. Ja, und das, ich glaube eben durch die Spannung. Also das ist ja irgendwie ein toller, auch so toll inszeniert. Ne? Mhm. Wie war es bei euch am Set? Habt ihr viel miteinander philosophiert, euch ausgetauscht? Was war da für eine Stimmung? Also wenn ich mal sagen darf, ja. Das ist ja dein Kind, du kennst ihn ja schon länger. Ja. Von Anfang an. Ich habe den Marvin ja jetzt erst kennengelernt und ich wusste nicht, wie er arbeitet. Ich kannte auch niemanden, den ich hätte vorher mal fragen können. Und ich fand das sehr, sehr spannend. Ich musste mich ein bisschen daran gewöhnen, weil es sehr außergewöhnlich ist, sehr unkonventionell, wie ich finde. Weil er, wenn ich ihn gefragt habe, wie stellst du dir die Szene vor, wenn ich vor einer bestimmten Szene meinetwegen ein bisschen Angst hatte oder so, weil ich nicht wusste, was ich da machen soll, dann hat er immer gesagt, ja, das müssen wir mal sehen, dann, das werden wir dann. Also, und da dachte ich, will er nicht mit mir reden? Aber nein, er hat oft die zündenden Ideen dann eben auch erst beim Machen. Und dann ruft er Dinge rein, die man dann spontan macht. Und das war... Und er besetzt ja nur gute Leute. So fangt es einmal an. Kleines Kompliment übergeschoben. Ja. Weißt du, ja. Wenn er sagt, spiel mal, er kann ja nicht zu irgendeiner schlechten Kollegin sagen, spiel mal. Nein, aber er hat dann auch so währenddessen einfach nochmal so neue Ideen, die er dann so rausruft und mit einfließen lässt. Und dann denkt man, wow, ja, jetzt funktioniert das, jetzt ist man da so drin. Und dann greifen die Dinge plötzlich so ineinander. Und das ist ein sehr spannendes Arbeiten. Also wie gesagt, für mich war das neu. Aber nach einer gewissen Eingewöhnungszeit fand ich es ganz toll und ganz großartig. Er ist auch viel Vertrauen zeigt, ja. Freilich. Mir kommt vor, er inszeniert sehr musikalisch, wie ein Tänzer. Er ist auch ein guter Tänzer. Oh. Und wie du richtig sagst, mir fällt was ein, ihm fällt was ein. Und aus dem Ganzen wird ein Tanz. Genau, also er ist nicht starr. Er ist nicht starr am Anfang und sagt, das habe ich jetzt so aufgeschrieben oder das haben wir jetzt so besprochen und das muss jetzt so gedreht werden, sondern er ist da ganz frei im Geist und in der Körperlichkeit und das macht dann Spaß. Dann hat man das Gefühl, selbst tatsächlich in diesen Tanz mit einbezogen zu werden. Und er juckt die besten Eigenschaften, die man hat als Schauspieler, juckt er heraus. Stimmt's? Das stimmt. Ja, das finde ich toll. Letzte Frage. Gab es einen Mama-Bonus am Set? Nein. Gott sei Dank nicht. Nein, das würde ich auch nicht wollen. Ja. Er ist sehr streng, komm her, mach das. Das stimmt, da bin ich Zeuge. Ich habe gedacht, vielleicht geht er mit ihr anders um, aber nein. Er ruft sie genauso streng, wie er die anderen ruft. Ja. Danke euch.